Ladies and Gentlemen, ich bin's, euer Psycho, und ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Layers of Fear, ungefähr hier haben wir letzte Folge aufgehört. Wir sind in Kapitel 4, wir sind wieder auf dem Schiff und das Kapitel heißt Atme. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir haben davor die Geschichte der Kinder wahrscheinlich so ein bisschen durchlebt. Deswegen schauen wir mal, was uns hier jetzt erwartet. Okay, spannend, dass die Puppe da durchgezogen worden ist. Sehr, sehr crazy. Ja, aufzuschaukeln, da wird mir schlecht. Da werde ich seekrank. Also, ich weiß gar nicht, wie ich seekrank werde. Ich war bis jetzt nur auf Fähren, aber nie auf so großen Schiffen oder sowas. Von leitender Sicherheitsbeauftragter an gesamte Crew. Achtung, blinde Passagiere an Bord. Zwei davon, höchstwahrscheinlich Kinder, wurden im unteren Deck in der Nähe des Frachtraums gesichtet. Hiermit fordere ich alle verfügbaren Crewmitglieder dazu auf, nach einem Jungen und einem Mädchen Ausschau zu halten, die unbeaufsichtigt auf dem Schiff herumwandern. Bei Sichtkontakt sofort fassen. Was ich gut finde, hier steht nichts irgendwie von über Bord schmeißen, von töten, whatever. Bis jetzt, wenn die Kinder gesichtet werden, fassen. Was? Hä? Bin ich jetzt? Da war doch gerade wieder eine Wand. Hä? Aha. Bin gerade... Oh, jetzt hör auf mit dem Schmarrn. Gehst du weg? Nee, du stichst mich. Du. Oh, ich möchte da nicht. Oh. Das hätte jetzt auch böse ins Auge gehen können. Warte, ist der jetzt weg, wenn ich hier... Aha. Okay, bin immer strange, aber okay. Some people believe in nothing, and so they live for nothing. To live without belief is more terrible than dying. Wir haben ja so ein bisschen herausgefunden, dass, oder wir haben ein Plakat gesehen, so ein Posterplakat, whatever. Alter, was ist los mit dir? Komm mal runter. Und dort haben wir herausgefunden, dass das, oder dass da ein Monster zu sehen war, das wir kennengelernt haben. Dem wir weggelaufen sind. Ich komme da unten nicht rein. Mein Leid, Ratis. Lily, Captain, I found it. But it's empty. It's all gone. Steady yourself, Quartermaster. Return to the hideout. I'll keep searching on my own. I can help. I said go. Okay, wir hatten scheinbar die Tasche verloren und haben sie jetzt wieder gefunden. Oder... Beziehungsweise sie war leer. Oder wir haben sie nicht verloren, es wurde geklaut oder das ist nicht unsere. You and them. Both have no future without me. Okay, warum? Dieser Käfig gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber das geht eher in die Richtung... Sadomaso. In schwarz hier mit dem roten Polster und so. Also ich weiß nicht. Aber okay, irgendeinen Sinn wird es schon haben. Wobei ich, um ehrlich zu sein, in diesem Spiel nicht mehr ganz daran glaube. Dass sie irgendwas einen Sinn hat. Welchen Sinn hatte beispielsweise das? Ich frage mich wirklich, in welchem kranken Kopf wir hier gerade stecken. Ja gut, ich gehe ja schon weiter. Be there for her. Ich dachte, ich bin sie. Sie ist für dich. Ich dachte, ich bin sie, junger Mann. Aber diese Augen, Kollege. Augen machen mich nervös. Also, ich muss für sie da sein, wie sie für mich da war. Also bin ich der Junge. Jetzt bin ich. Ich komme langsam durcheinander. Hallo? Macht das Radio aus. Das ist so ein Grauenfilm, hat dieses... Aha. Das ist Nummer 5. Okay. Das ist Nummer 5. War theoretisch, weil ich weiß, ein guter Film. Oder er ist Nummer 5, sie ist Nummer 5. Irgendwas mit Nummer 5. Ich bin Nummer 5. Ah, jetzt sind wir einfach eins weiter oben. Ich dachte gerade, das ist der Junge wieder. Haben wir noch
noch höher? Nein, aber fällt hier wieder was runter, wenn wir hier hingehen? Nein, auch nicht. Haben wir jetzt eigentlich schon was zu essen gefunden? Eigentlich müssten wir doch jetzt verhungert sein, so langsam. Und hier müssten wir uns eigentlich durchzwängen können, wenn wir die Kinder sind. Wir aber nicht. Also, nicht mehr. Jetzt wird das Ganze ein bisschen verwirrend. Du ganz leicht. Okay, also da ist gerade die Puppe lang geflogen und... Okay, es ist gerade... Alter, es ist gerade... Echt ziemlich mindfuck. Sind wir jetzt an der Wand? Wir sind an der Wand. Also eigentlich ist das Ganze so. Ja, so, boop. Aber wir sind an der Wand. Sind die Laserstrahlen eigentlich böse? Dem Gespräch. Dem Geräusch nachzuhören, würde ich schon sagen, ja. Hinter mir! Oh mein Gott, das war die letzte Eisenbahn. Hey, gehst du? Nein, meine Lampe muss sich aufladen. Oh. Ja, wo? Ja, warum? From one flame to another. But never your own. Alter, das war richtig close jetzt mit dem Vieh. Okay, war das mein weiblicher Schatten? Ja, ich bin das... Wirklich. Ich bin das Mädchen. Ich habe auch gerade geschrieben wie eine Lady und das hier ist auf jeden Fall... Ja gut, was heißt auf jeden Fall eine Lady, aber ich würde sagen, das sieht eher aus wie eine Lady. Als wie ein Bursche. So. Hä? Tür auf? Machen Sie bitte die Tür auf. Hä? Die muss ich jetzt auf einmal selber aufdrücken. Ich raste nicht. Okay, jetzt mal ganz ehrlich. Mir gefällt der Raum irgendwie. Verlier den Charakter, finde dich selbst. Verlier den Charakter, verlier dich selbst. Also entweder soll ich den Charakter finden und mich verlieren, oder ich verliere den Charakter und finde mich dafür. Also, und hier ist ein X, also sollte ich das nicht machen. Also ich soll den Charakter finden und mich selbst verlieren. Hey, das ergibt keinen Sinn. Some parts are not to be played. Some parts. Hm. Ich dachte, wenn ich das jetzt wieder drehe, dann ist es wieder andersrum. Aber nö, scheinbar nicht. Okay. Aber ich muss sagen, ich finde, der Raum hat Stil. Ein bisschen pompös. Bisschen over the top. Aber genau das lässt. Deswegen hat es irgendwie Stil. Ich weiß auch nicht. Bin ich blöd oder finde die Teppiche? Keine Ahnung. Hat Stil. Aha, und da ist jetzt mein Tier. Gehst du weg? Oder spielst du? Danke. Das ist eine Lady, das sind Lippen. Dankeschön. Ey, meine Stimme kackt schon langsam ab. Okay. Was haben wir hier? Hallo, hallo, hallo. Und Captain, an alle Passagiere. Mir wurde berichtet, dass sich unbefugte Passagiere an Bord befinden. Die Crew sucht derzeit nach zwei Kindern, ein Junge und ein Mädchen. Die Passagiere werden darum gebeten, ihre Kabinen während der Suche nicht zu verlassen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Warum dürfen die Erwachsenen die Kabinen nicht verlassen? Wenn da Kinder rumstromern. Ich denke, man sollte doch Kinder von Erwachsenen unterscheiden können. Oder vielleicht, damit die Erwachsenen nicht helfen. Also bei der... Also den Kindern nicht helfen. Das könnte ich mir vorstellen, weil sonst wäre das ein bisschen verwirrend, finde ich. Dass Kinder in den Kabinen bleiben? Ja. Aber wieso die Erwachsenen? Kein Plan. Holla. Wer bist denn du? Das heißt zwar, in der Sophie gibt es auch pornografische Inhalte, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob mir das jetzt gefallen soll. Ja, wieso bist du jetzt hochgegangen? Die anderen nicht. Ah, die sind aber ausgegangen. Oh, ich weiß es nicht. Ich bin einfach weiter. Oh nein, da brennt was. Und ich weiß nicht, ob es so gut war, jetzt einfach hier das Glöckchen verwendet zu haben. Ganz ehrlich, das sah so cool aus hier hinten. Hier,
Also was heißt so cool? Das sieht halt aus wie Feuer. Oh Wunder. Feuer sieht aus wie Feuer. Oh. Aber die ist schwarz-weiß. Ich bin davon kein Fan mehr. Ich komme da nicht durch. Bin ich jetzt tot? Ja, ich glaube, ich bin tot. Ja, ja, ich bin definitiv tot. Ich hätte früher dagegen angehen sollen, aber jetzt erfahren wir ungefähr, was mit wie das Viech, aber könnte es sein, dass das Viech, das Wesen im Rollstuhl ist? Oder vielleicht sogar der Sohn? Im Allgemeinen? So. Und jetzt... Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon dagegen vorgehen kann. Jetzt auf jeden Fall. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich komme nicht durch. Ja, ich muss mich töten lassen. Ich komme da nicht durch. Ich muss wahrscheinlich gleich einfach weiterlaufen. Ja. Entschuldigung, das Rad der Zeit hält niemand auf. Da hast du definitiv recht. Ja, ich musste auf jeden Fall vorbeilaufen. Gehe ich jetzt mal stark von aus, weil zurück geht's ja nicht. So, bitte ein bisschen schneller. Drei Schritte schneller, bitte, gell? So, und jetzt? Hallo? Ja, da kommt das alles und ich gehe jetzt hier runter. Es tut mir leid, ich bin leider... Ich habe leider keine Zeit, um hier zu warten. Warum auch immer ich den jetzt erschossen habe. Gehst du mir aus dem Weg? Danke. Ich würde gerne den Dude erstmal abwehren. Da kommt er. So. Jetzt einen Moment zum Überlegen. Was auch immer ich hier gerade mache. Hier komme ich nicht mehr durch. Oh, mein Gott. Lieber Gott. Sag mir, warum muss das sein? Bleib, wohin ich seh. Und meistens, wo ich nicht. Sag mir, ist es... Komm ich da jetzt eigentlich durch? Ich glaube nicht, oder? Ich muss ihn wahrscheinlich hier hinten irgendwo ein bisschen festhalten. Damit ich dann da hinten rumlaufen kann. So. So, damit ich jetzt die Zeit habe, da rumzulaufen, oder? Bin ich jetzt... Also ich weiß nämlich nicht, ob ich jetzt durch ihn durchlaufen kann. So, das hätten wir. Da hinten kommt er. Ja, komm, entspann dich. Komm mal runter. So. Das machen wir zu. Na, dann ist... Oh, das war's sogar schon. Ah, noch in dir. Okay. Hä? Ich kann es nicht aufmachen, weil es verschlossen ist. Aber gerade eben ging es doch auf. Oder bin ich jetzt? Bin ich jetzt? Ah, da geht's wieder in die Schattenwelt. Also in die graue Welt. Da möchte ich nicht rein. Nein, 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 nein. Wir bleiben hier in Farbe. Farbe finde ich irgendwie sympathischer. Aus mit dir. Was hat das mit dem Radio auf sich? Weil gut, die Frau, die hat damals Musik gemacht. Aber kein Billo-Radio. Die hat ein Grammophon gewollt. Ah, eine rote Tür. Ist es jetzt so daran angenähert, weil ich ja Schauspielerin bin und so roter Teppich und so? Oder wieso jetzt hier die roten Teppiche? Das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ja, wobei, es war eigentlich schön von der Geschwindigkeit. Nein, das gefällt mir nicht. Jetzt kommen Geister mit rein. Ey, ganz ehrlich, ich zock zwar Phasmo und sowas, aber Geister haben mir nichts zu suchen. Was soll ich nicht tun? Don't do it. Ich würde gerne umdrehen, aber geht ja nicht mehr. Jetzt habe ich... Jetzt, das hätte ich mal vorher sagen müssen. Oh, was passiert jetzt? Hä? Gut, dann warte ich jetzt einfach hier drin. Oh. Na gut, sie kann ich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt einfach da lang, weil ich es kann. Was passiert hier gerade? Was passiert hier eigentlich gerade? Oh, das ist ein böses Rot.
Es ist ein übles Rot. Ich frage mich einfach nur, wer hat sich das ausgedacht? Wer kann über so viele Ecken denken, dass er das hier schafft? Ich weiß noch nicht mal, wie weit haben die Entwickler gedacht? Wahrscheinlich haben sie sich auch ein paar Elemente nur reingebracht, einfach weil es crazy ist und so, ne? Mit dir reinpassen, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, wieso ich das gemacht habe, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Oh, Mama. Oh. Entspannt euch, kommt runter, gell? Ich hab nichts gemacht. Oh, rote Tür. Okay. Ob nicht crazy oder so. Sie hatte gehört, dass sich Kinder an Bord versteckten und war sich sicher, dass die Besatzung sie niemals finden würde. Weißt du, sie war diese alte Hexe. Es muss alles seine Ordnung haben und so. Sie werden einer Frau vertrauen, sagte sie. Wir können keine blinden Passagiere an Bord haben. Das ist absurd. Ich lächelte und nickte, wie immer. Also ging sie eines Nachts auf die Suche nach ihnen und kam nie wieder. Bin ich die Person, die vielleicht auf die Suche gegangen ist nach den Kindern? Okay, aber scheinbar, ich habe die Kinder gesucht und bin auf einmal nicht mehr zurückgekommen. Konnte sogar wieder zurück? Oh, ist ja voll cool. Warum auch immer ich jetzt hier zurückgehen sollte, aber theoretisch cool. Nein, hier ist das Viech wieder. Hä, was habe ich gemacht? Feind oder Feind? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. There are things that should not be, should not be broken. Dinge, die nicht sein sollten, die nicht zerbrochen sein sollten. Hallo? Wir gingen davon aus, dass Frau blablabla trotz der Warnung der Besatzung und den Befehlen des Captains während einer stürmischen Nacht an Deck und über Bord ging. Ah, okay. Also sie hat scheinbar die Kinder gesucht, angeblich, und ist dann über Bord geflogen. Alles klar. Und sie ist jetzt hier eine alte Hexe, oder? Jetzt bin ich... Mann, das ist die Mutter vielleicht. Cheer up. We're all right. Aber da wären es doch keine blinden Passagiere gewesen. Oh mein Gott, die Augen da drin. I'm not upset. Ich denke, das ist der Part von dem Spiel, der ein wenig Licht ins Dunkle bringen soll und ein bisschen, einem sagen soll, so ein bisschen, wie hier alles zusammengehört. Aber ganz ehrlich, je mehr ich erfahre, desto mehr Fragezeichen habe ich eigentlich in meiner Birne. Auch wieso jetzt alles hier so aussieht, wie es aussieht. Okay, das Rote verstehe ich vielleicht noch. Aber der Rest? Verwirrend. Ist deswegen dieses Schwarz-Weiß, weil man die Freude im Leben verloren hat und deswegen ist alles Schwarz-Weiß? Oder heißt es, man lebt in Grauzonen? Wieder um. Nein, ich drehe doch nicht wieder um. Oder? Doch, das ist in Ordnung. Why am I always the one? Entschuldigung? Habe ich was Falsches gemacht? Why weren't you there? Warum warst du nicht da? Why didn't you protect me? Ich habe mein Bestes gegeben. Why did you let this monster? Dieses Monster, Daddy. Useless! Worthless! I hate you! Okay.
Okay, ich habe das gesagt. Zu meiner Mutter gehe ich mal stark von aus, weil mein Daddy ausgerastet ist und mich schwer verwundet hat, mich getötet hat. Meine Mutter war nicht da, oder wie? Oder was? Oh. Kann ich gegen die irgendwie vorgehen? Nein, ich muss wahrscheinlich weiter. Kommt schon. Nein, lass die Hand in Ruhe. Lass dich nicht ab. Jetzt habe ich es geschafft. Was ist das? Was war das? Das war die Frau, die über Bord ging, oder wie? Ja, warum? Hör doch auf mit dem Schmarrn. Nicht weiter. Mach mal die Tür zu, einfach weil ich es kann. Entschuldigung, kann ich helfen? Geh mal ganz schnell weg, gell? Hey, kann ich dir helfen? Ist alles in Ordnung? Anna, alles gut. Alles wird gut. War ein Käfig? Oder jemand ist eingesperrt? Jemand ist unsicher? Die hier sehen alle unsicher aus. Vielleicht wurde das Mädchen im Käfig gehalten und der Vater hat triumphiert. So. Vielleicht so eine Metapher, so bildlich gesprochen nur. Okay, ich kann mich nicht umdrehen. This pain will pass. The scars will fade. Nicht weiter. Okay. Ich kann immer noch nicht umdrehen. Vielleicht muss ich das jetzt einfach hier so ein bisschen anstarren. Was muss ich machen? Immer wenn ich versuche, mich wegzudrehen, weint sie. Jetzt machen wir es weiter. Ah, das geht richtig auf die Rübe. Nee, doch nicht. Ich dachte, es würde sich was verändern. Entschuldigung, kann ich hier durch? Rückwärts gehen? Aha, rückwärts gehen. Ich darf nicht wegschauen. Was soll das jetzt wieder heißen? Damit wird alles verbrennen, okay. Finde ich auch. Darf ich mich jetzt wieder umdrehen? Danke. Okay, das sieht crazy aus. Das hier ist ein Theatersaal. Eine Bühne. Ich habe einfach so ein dickes Fragezeichen in meiner Rübe. Das ist der Wahnsinn. Look at her. She's got her whole life ahead of her. Will it be years? Or just minutes? Hey. You're mine. They were mine. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Ich habe keine Ahnung, wie weit das Ganze noch geht. Es sieht aus, als ob es in die Endphase geht. Aber es könnte auch genauso gut sein, dass hier noch ein, zwei Kapitel kommen. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.